So, es geht weiter mit unseren Schulfüllern. Such dir doch mal von diesen Schulfüllern jetzt mal die aus, die du als erste mal ausprobiert hast. Ich nehme mach einfach nach der Reihe. Na, such dir einfach mal die aus, die dir gefallen. Soll ich die dann da hinlegen? Genau, dann leg sie, such sie einfach mal raus. Den nehmen wir. Ja, die packen wir mal so hier hin, dass man die auch sieht. So. Welchen willst du noch testen? Genau, der ist für einen Schneider. Welchen sucht ihr noch einen aus? Noch einer für einen Schneider. So. Hast du noch welche, die du schon gehen? Genau, such mal. So, vielleicht noch ein, zwei raus. Okay, erstmal die. Okay. Dann geht's los. Und dann soll ich irgendwas schreiben. Genau. Was nimmst du? Da schreib mal am besten hier an der Stelle, fängst du an. Okay, irgendwas soll ich schreiben. Genau. Ja, was dir gerade einfällt. Perfekt, du bist bei Fußballspielern. Ja, zeig dir nicht den Füller da drunter, damit man ihn nochmal sieht. Das ist der Griffix von Pelikan. So, und? Kamst du gut mit zurecht? Mhm. Ja? Genau, jetzt nimm den nächsten Füller. Zeig mal, welchen du als nächstes nimmst. Welchen nimmst du als nächstes? Den. Genau, das ist jetzt der Kalligrafie-Füller von Online. Genau, mit. Was steht drauf? Wie breit ist die Feder? Steht vorne irgendwas drauf? Ich glaube 1,1. Ach, 0,8. Ach, 0,8, genau. Genau, jetzt schreibt man mit dem. Was schreibst du da, Schönes? Na, ja, ich steh gleich. FIFA 15 in Common PlayStation 4. Ah ja. So, kommst du gut mit dem zurecht? Mhm. Ja, dann leg ihn da drüben rüber zu den anderen. Genau, jetzt such dir den nächsten aus. Das ist der Schulfüller von Schneider. Probier mal aus, wie das Gerät schreibt. Riecht der gut in der Hand? Mhm. Und wie kommst du mit zurecht? Gut. Ja? Mhm. Wie viele Klasse bist du jetzt eigentlich? Dritte. Und in der wievielten Klasse habt ihr mit Füller angefangen? Dritte. Also jetzt gerade erst, oder? Nee, vor einem halben Jahr. Ah ja. Und? Ich bin ja jetzt im zweiten halben Jahr. Mhm. Und meinst du nicht, dass man schon in der Vorschule anfangen sollte? Mhm. Wann soll man loslegen? Das nicht. So, zweite Klasse. Ja? Genau, das war jetzt der Twist von Pelikan. Wie kamst du mit dem zurecht? Sehr gut. Ja? Okay, was haben wir denn da Schönes? Dann haben wir den Schulfüller von Schneider. Was hast du jetzt Schönes, was du uns... Gut. Leg ihn nochmal hin, damit man ihn sehen kann. Wie findest du den? Nicht so gut. Ne? Mm-mm. Okay, dann pack. Genau, jetzt kommt der. Leg ihn erstmal hin, dass man ihn sehen kann. Jetzt kommt der Schulfüller von Städler. Wie findest du den? Machen Sie mal die Klappen. Ja, ich möchte mal so, dass man den auch
sieht. Was sagst du dazu? Gut, ganz gut. Ja? Siehst du, da siehst du das Tintenfenster, siehst du, kann man gut erkennen, ob er noch gefüllt ist. Ne? Mhm. Okay, jetzt kommt der Schuhfüller von Städtler. Was hältst du davon? Nicht ganz gut. Ja? Mhm. So. Dann kommt einer von Herlitz. Oh, du bist also Fan von der hier nochmal so hin, dass man den erkennen kann. Du bist also Fan von Bayern München, oder? Ja, klar. Dann haben wir hier den Pelicano von Pelikan. Kann. Kommst du auch gut mit dem zurecht? Ja, geht so. Dann nehmen wir hier diesen hier von Big. Was sagst du dazu? Finde ich nicht so gut. Ne? Okay. Dann, das ist nochmal eine von Pelikan. Laura Alex Meyer, du hast hier die ganzen Fußballer, James, warte, wie schreibt sich der? Rodriguez, genau. So. Dann kommt jetzt hier der Schuhfüller von Lamy, was steht da? Ja, Lamy. Und da? Nex. Genau. Okay. Was hast du zu dem Gerät? So, hier kriegen wir eine richtige Liste von Fußballspielern. Jetzt schreibst du am besten da weiter. Aber jetzt kommen hier zwei von Mappede, der Kleine und der Große. Ups. So, gut. Sieht. So, und dann kommt der gleiche, und ist sicherlich besser in der Hand, der etwas längere, oder? Ja. Ja? Ich, Und das ist der Schulfüller von Rotring. Probier mal aus. Sehr gefüllt. Dankeschön. Probier mal. Ja, wie kommst du mit dem zurecht? Eigentlich gar nicht gut, weil da eher sowas ist. Hm. Okay. Jetzt noch der Schulfüller von Schneider. Ja, wie schreibt der? Auch ziemlich gut. Ja? Okay. Was haben wir noch Schönes auf Lager? Achso, wie kommst du mit so einem zurecht, mit dem die Kinder, das war der eigentlich einer der ersten Schulfüller, mit dem die Kinder früher geschrieben haben. Wie kommst du mit dem zurecht? Mhm.
schon gut. Und jetzt gucken wir uns nochmal an. Wie findest du den hier? Wie findest du den? Der schreibt nicht. Ja. Dann musst du jetzt wie in alten Zeiten in der Schule. Das ist die Brause Pfannenfeder. Wie findest du das? Aufwendig. Ja, noch ein. Schreib noch mal. Merkst du? Siehst du, so mussten die Kinder früher in der Schule. So mussten die Kinder früher in der Schule schreiben. Mal sehen, ob er gefüllt ist. Diesen füllen wir mal schnell hier. Hast du das dann? So. Das ist jetzt ein alter Schulfüller von Pelikan, wie die Kinder früher, nachdem dieser nicht mehr benutzt wurde, kam als nächster dieser. Probier mal. Was sagst du dazu? Finde ich eigentlich gar nicht gut. Ne? Mm-mm. Und hattest du diesen eigentlich schon probiert? Ja. Genau. Das war dann. Ne, den muss man zuschrauben. Schraube. Da muss hier mehr im Bild hier. So siehst du, der wird. Früher wurden die Schwülle alle zugeschraubt. Schraub nochmal auf. Siehst du? So. Das war der Schulfüller von Pelikan. Danach kam dann. Den habe ich. Dieser. Ach, den hast du schon. So. Hier haben wir noch einen Pelikan. Noch einen Pelikano. So. Ja. Oh, jetzt bist du ein bisschen mit dem. So. Sag mal, hier kriegen wir ja alle Fußballer kriegen wir präsentiert. So. Dann schrauben wir mal schnell das Tintenfass zu, nicht dass hier noch ein Unglück passiert. So, kommst du mit allen Füllern gut zurecht oder was sagst du? Ein paar nicht, mit dem anderen aber schon. So. Die waren also alle ganz gut, oder? Mhm. Und was hältst du hier von der Brause Pfannenfeder, so wie die Kinder früher geschrieben haben? An dem? Nein, ich bin überhaupt nicht so beeindruckt oder so begeistert. Aber schlecht war auch nicht. Mhm. Aber du siehst, insofern wurde der Füllhalter ja erfunden, weil man nicht immer eintauchen sollte, ne? Okay, ja, dann bedanke ich mich bei dir. Und, ach, noch eine Frage zum Schluss. Einige Leute meinten ja, in 10 Jahren sei der Füller überhaupt ausgestorben. Glaubst du das auch? Das denkt überhaupt keiner mehr mit dem Füller schreibt? Nein. Okay, ja, also, tschüss.